Hallo ihr Lieben, heute bin ich quasi ganz alleine im Büro und musste jetzt alles selber einstellen. Ich hoffe, es hat geklappt, es ist noch keine Garantie für nichts. Und wir starten jetzt auch ins Spiel. Da möchte ich das einmal drücken. Kommt das Ganze, was ist das? Was? Okay. Alle sind krank oder ausgeflogen, deswegen bin ich hier alleine und mach das jetzt. Und mal gucken auf die Uhr. Okay, 34. Ja, jetzt muss ich euch auch ganz allein unterhalten. Ich hoffe, ich werde verfall zwischendurch nicht einfach dem Schweigen und kann euch genug entertainen. Sonst ist das einfach eine ruhigere Runde. Ich fühle mich auch ein bisschen mehr. Thomas ist ganz doll krank und Jochen schleppt ja auch täglich hier die Viren mit ein. Und das ist immer schwer, gesund zu bleiben. Aber ich gehe jetzt mal, ich habe hier die ganzen Knochen bekommen, letztes Mal. Und da dachte ich, hole ich den mal ab. Den gibt es nämlich auf dieser Knocheninsel. Die ist im Norden von Pandaria. Und da reise ich jetzt mal hin. Ich habe schon mal grob geguckt, wo das ist. Aber ich dachte, es ist ja vielleicht spannender, wenn ich das auch neu dann erkunde und euch mitnehme. Als wenn das so durchgetaktet ist. Ich hoffe, das seht ihr genauso. Jetzt sitze ich so weit unten, da seht ihr gar nicht meinen coolen Pulli. Oder vielleicht habt ihr den eben schon gesehen, als ich so lustig durchs Bild gelaufen bin. Das ist mein Nightmare Before Christmas Pulli. Und ich dachte, den packe ich nochmal aus, kurz bevor jetzt der Winter denn ganz zu Ende ist. Ich hoffe, es stimmt auch mit dem Ingame-Sound. Ich habe jetzt keine Kontrolle über Kopfhörer und über nichts. Ich habe alles so am Pult selber eingestellt und mir auch nochmal angeguckt, wie ich Bild im Bild überhaupt einstelle vorher. Das hat mir Thomas zwar mal gezeigt, aber ihr kennt das ja vermutlich auch. Wenn man einmal so irgendwie was gezeigt bekommt, weiß man nicht unbedingt gleich, ob das noch so funktioniert. Und jetzt laufe ich hier hoch, so ganz automatisch zu den Portalen. Dabei will ich ja hier in dieser Welt bleiben. Also wieder raus. Hier läuft man ja zum Glück ein bisschen schneller. Was packe ich denn heute mal an Pets auf? Vielleicht den Knochendinosaurier, wenn ich gleich auch einen Raptor bekomme. Das würde ja passen. Vielleicht erschreckt sich dann da, weil er denkt, das Baby ist tot. So, ich meine, das ist hier diese Insel der Riesen. Ich fliege da mal hin. Vielleicht mit dem Flugmeister, obwohl ich habe hier ja gar keine Flugpunkte oben. Das macht also mehr Sinn, dann gleich loszufliegen, oder? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was erzählt man denn jetzt so alleine? Wie machen das denn die anderen Let's Player, um genug zu unterhalten? Ich könnte einfach nochmal wiederholen, wie toll wir gestern beim Chat-Duell waren. Wir waren ja bei den Bohnen. Thomas war ja da leider auch schon krank. Deswegen waren Jochen und ich alleine. Also Thomas sollte eigentlich mit. Georg war ja vorher schon krank und konnte deswegen nicht. Thomas ist dann am Abend vorher krank geworden und dann haben wir keinen Ersatz gefunden. Haben ganz traurig bei den Bohnen angerufen, weil wir natürlich nicht absagen wollten. Dann haben sie gesagt, Mensch, wir geben euch Gunnar. Man könnte jetzt sagen, das war zu deren Verhängnis. Aber ich denke mal, auch mit Thomas hätten wir gewonnen, weil wir waren einfach sehr gut. Manchmal mehr, manchmal weniger. Im Großen und Ganzen waren wir sehr gut und haben das verdient gewonnen, würde ich sagen. Weil die anderen waren auch verhältnismäßig. Also wir haben gespielt gegen Dennis, R, Gregson und Simon, die ja eigentlich auch alles sehr gute Spieler sind. Aber irgendwie hat das gestern nicht so geklappt. Und da haben wir, oh Gott, jetzt steht das hier richtig hoch. Meine Haare wollen heute auch nicht und heute, ja, heute ist das nicht so eine Folge für die Augen. Es tut mir leid, ihr seid, es tut mir leid. Aber naja. Oh, was ist das? Kann ich das fangen? Will ich das fangen? Das habe ich noch nicht, aber das sind jetzt Level. Könnte ich mich. Ich kümmere mich später um Haustier. Ja, würdet ihr das gerne sehen, wie ich durch die Gegend ziehe, um meine Haustiere zu vervollständigen? Wäre das spannend? Müsst ihr sagen. Dann kann ich das gerne mit euch machen, sonst mache ich das weiterhin alleine. Ja. War ich mit Chat-Duell schon fertig? Ich glaube ja, wir haben verdient gewonnen. Die Gegner haben relativ schlecht gespielt, obwohl wir es besser von ihnen gewohnt sind.
traurig macht mich das nicht. Eher im Gegenteil. Obwohl, da bis jetzt ja alle verloren haben, alle Gegner, also alle Herausforderer, hätten wir uns ja nicht weiter blamieren können. Wir hätten uns halt eingereiht und es wäre ein witziger Abend gewesen. Und so stechen wir jetzt heraus. Viele Neider können sagen, unverdienterweise. Aber wir haben einfach einen sehr guten Vorsprung gehabt mit den Punkten und somit mit der Zeit. Bleibt nicht anders zu sagen. Okay, hier ist die Insel. Ich hatte es richtig rausgesucht. Das ist immer beruhigend. Da ist auch ein Schiff. Und jetzt soll hier irgendwo eine Höhle sein. Da steht mein Troll. Oh nein, oh nein, oh nein. Erschöpfung, oh nein. Bitte lass es hier... Oh, Gott sei Dank war es tief genug. Puh, darauf habe ich gar nicht mehr geachtet, weil ich sie schon gesehen habe. Dachte ich, jetzt geht ja alles gut. Also, hier soll irgendwo eine Insel sein, wo ein Troll sich befindet. Oder eigentlich sollen hier sogar zwei Trolle sein. Oh, hier kann ich nicht fliegen. Dann steige ich doch mal auf meinen Sulamani-Bären, um mit dem ein bisschen anzugeben. Ich habe dann auch gelesen, alles, was man hier tötet, hat die Chance, eins von drei verschiedenen Eiern zu droppen. Die auch wiederum, die muss man allerdings 3 Tage ausbrüten und die geben dann von 3 verschiedenen Farben einen Raptoren. Ich glaube grün, schwarz und... weiß ich nicht. Aber hier ist wohl gerade jemand, der die macht. Und umso größer das Vieh, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das droppt. Okay, das ist das nicht. Ja, guck mal, hier unter mir ist eine tägliche. Das wird doch passen. Ja, siehste, hier ist sie. Ja, die Teufelssaurier sehen schon schick aus, so mit dem lilalichen Rot. Da. Vielleicht skill ich nochmal um für euch, für mich. Um dann exotische Tiere zu haben. Auch so ein Spirit Beast vielleicht. Würde ganz schick an meiner Seite aussehen, finden wir nicht. Ich habe schon wieder das Gefühl, eben was angefangen zu haben, was ich nicht zu Ende gebracht habe. Okay. Ein großer Haufen. Ist er das? Das muss. Nee, das muss ja der 9999er sein. Oh, ich habe gar nicht nachgezählt. Es sind gar nicht genug. Muss ich kurz ausrechnen. So. Meine Spider-Senses haben mir verraten, mir fehlen noch 9 Stück. Und die hole ich jetzt eben. Das dürfte ja kein Problem sein. Hoffe ich. Also sie sind 90 Elite. Mal gucken. Weil die sollen ja schon ein bisschen wehtun, vermutlich, ne? Okay. Das ist dann doch... Oh, nee. Gerade angemacht. Ich bin so verwirrt. Jetzt habe ich die ja schon. Was haben die eigentlich für Leder? Okay. Ja, leider keine Eier gedroppt. Aber der hatte ja noch ganz viele andere Sachen. Vielleicht sammle ich die dann auch mal, nur um zu gucken, was man dafür bekommt. Alle mal durchgehen. Versteht ihr? Ist das spannend? Naja. Das meiste ist, glaube ich, offensichtlich nicht so spannend, was ich tue. So, Zügel eines Knochenweißens. Oh, ich mag ja sehr, sehr gerne wirklich so knackige Farben wie einfach weiß, einfach schwarz oder... Versteht mich nicht falsch, ich liebe auch bunt. Aber Kontraste bin ich großer Fan von. Den probieren wir gleich mal aus. Knochenweißer Raptor. Oh, guck mal, wie schön. Genau, hier habe ich den Brief sogar. Danke, Kalitri. Ich freue mich sehr über diesen Raptor. Ich liebe, habe ich letztens, glaube ich, schon erzählt, ich liebe zweibeinige Mounts. Jetzt wäre natürlich super, wenn ich mir irgendwas Nettes transmogge, weil mein Tattoo ja auch so lilalich ist. Was weiß ist oder was lila ist. Also Highlights in Pink. Gibt es solche krassen Sachen als Transmog? Werde ich rausfinden. Die will sie aber auch echt wissen. Was brauche ich dann so für die anderen? Ich klaue mir mal hier den Stift. Urks. Und darf mir bestimmt hier hinten was raufschreiben.
geht ja nur um die Knochenzahlen eben. Mit was ich dann noch so machen kann. Also das Pad habe ich auch. Ich meine, das ist auch von... Warum ist denn das jetzt so laut da hinten? Was soll denn das? Ich glaube, dafür kriege ich den kleinen. Den habe ich ja schon, wie wir gerade gesehen haben. Jetzt wieder eingepackt. Nee, doch nicht. Wo ist er denn? Da ist er wieder. Den hatte ich von Bar losbekommen. 99? Oder gab es für die? Das waren, glaube ich, nur... Dass man ein bisschen Gold bekommen hat. Na gut, dann ist es auch nicht so wichtig, würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Was können wir denn jetzt noch machen? Wir haben ja Mittwoch, alle IDs sind zurückgesetzt. Vielleicht gehe ich einfach mal wieder zu Maligos. Und versuche da nochmal mein Glück. Ich meine, es waren immerhin zwei. Der ist noch auf Cooldown. Ist schnell zurückzufliegen oder rüber zu wandern. Ich weiß es immer nicht. Ach, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Nicht, dass das nachher alles nicht zu gebrauchen ist. Was ist das eigentlich? Warum schmeiße ich das nicht weg? Nee, ich benutze den, damit ich mich zumindest bewege und ihr nicht Standbild habt. So ein groß, das wäre eher langweilig. In meiner Garnison war ich gefühlt ewig nicht mehr. Ich war schon lange nicht mehr auf Cleo. Ich glaube, das letzte Mal, als wir live waren. Nein. Freitag war ich noch. Freitag war ich noch mal drauf. Für, wo wir aufgenommen haben. Der Tisch. Der Tisch ist einfach weg. Machst du nichts. Musst du warten. Dankeschön. Da war ich ja auch nicht viel. Das ist schon schön. Lässt die Eigenschaft Oberkumpel machen. Oh, hier, die sieht doch super aus. Die nehmen wir doch mal mit. Auch gut. Okay, nehme ich auch. 100 habe bringt ja nichts. Dann kann ich sie auch lassen. Und ab 80%, also schon über 80%, mache ich die nicht mehr, weil die immer, immer, immer bei mir fehlschlagen. Also... Da bin ich nicht pessimistisch, das hat die Sache einfach gezeigt, dass es nie, nie klappt. Okay. Oh, Post habe ich ja. Dann machen wir doch mit Post weiter. Von Gil, ich glaube, spricht man so aus. Das ist so französisch angemutet. Hallo Anne. Nach langen, langen Uhrenticken habe ich beschlossen, dir einen Gruß zu schicken. Anbei kann ich leider kein Pad zufügen. Hoffentlich kannst du dich an dem Text vergnügen. Auf YouTube dich und die Jungs gefunden und habe euch sofort an mein Herz gebunden. Mein Wunsch ist, gemeinsam reisen und Mopse schlagen. Ist es frisch oder darf ich, ist es frech oder darf ich dich nach deinem Battle.net-ID fragen? In Azeroth, ich bin ein Veteran, schon viel erlebt und Sachen getan. Read more in next email. Was für eine Mühe. Leute. Oh, ein Gold. 250, dankeschön. Den Ali hier nur wegen dir erstellt, denn für die Horde ist das Motto, das für mich zählt. Nun wünsche ich dir noch alles Gute. Ich verabschiede mich und steige nun auf meine Stute. Entschuldigung, jetzt habe ich den Reihen kaputt gemacht. Lieber Gruß, Mike. Respektive Respektiv Gül. Nehme ich auch mit. Dankeschön. Ja, dass so viele immer Horde spielen. Die Allianz ist doch auch so nett. Ich habe ja einen Horden-Hunderter. Soll ich den mal rauspacken, dass wir damit mal was machen? Oder verrate ich dann die Allianz? Wäre das gemein? Ich habe sogar zwei Ali-Hunderter. Müsst ihr mir sagen, ob Interesse besteht, ob ihr darauf Lust habt, dass man da mal was macht. Weil ich habe immer das Gefühl, es sind tatsächlich mehr. Aber, weil Jochen spielt ja auch schon auf Hordenseite, dass wir die Allianz nicht so vernachlässigen, ne? Das wäre halt unfair. Kann ich jetzt schon den benutzen? Ja gut, jetzt kann man eigentlich auch noch warten. Da ist noch nichts Neues. Oh, was liegt denn da? Ich glaube, ich habe wieder Pflanzen zum Abholen. Das vergesse ich auch immer alles. Da könnte ich viel mehr draus machen.
habe jetzt erst ein paar Aufträge. Ich glaube, das sagt einiges, oder? So. Kann ich die auch kurz sammeln? Jetzt bin ich so hin und her gerissen. Meinen Abani-Bären finde ich so toll, aber den Raptor auch. Muss ich daran denken, dass ich den mehr benutze. Ich könnte mal meinen Säbler... Entschuldigung, Säbler. Irgendwie will ich die immer rausschmeißen, dann habe ich sie auch geklickt. Ich weiß nicht warum. Siehst du? Jetzt wieder. Meine Nase juckt. Meine Haut juckt, alles juckt. Ich bin auch sehr fleckig geworden. Ich weiß nicht warum. Das Arbeiten bekommt mir nicht. Ah, ich habe hier auch immer noch die Tokens abzugeben, die ich jetzt wieder nicht geguckt habe. Ich bin immer schlecht vorbereitet, es tut mir leid. Aber es läuft ja nicht weg und letztendlich ist es ja auch in dem Sinne kein gutes Equip mehr. Es wäre ja nur ums Aussehen. Oh Gott, meine Nase. Wer ist denn der Geist da vorne? Hallo, guter Freund, was machen Sie hier? Was? Ich könnte Gemüse noch nie leiden. Okay. Jared Hamdi macht ja nichts. Wo wollte ich hin? Maligos war Auge der Ewigkeit, war über Dalaran. Und dann bei Kalterra, Kaltara. Da auf jeden Fall, wo unsere allerlieblingsdistanz des Oculus ist. Ich verklicke mich hier schon wieder auf dieser blöden Tastatur. Was will er mir hier eigentlich geben? Ach so, Heldentaten. Schließt ein Szenario aus auf den Schwierigkeitsheroisch ab. Hm, vielleicht später. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hm. Dalaranda. Kennt ihr das auch? Also ich habe das sowohl im Spiel, wie ihr vermutlich schon beobachtet habt, als auch in Wirklichkeit. Man will irgendwo hin und geht ganz selbstverständlich los, weil man den Weg auch schon tausendmal gelaufen ist oder mit dem Auto gefahren ist. Und dann merkt man irgendwann, hä, wo muss ich da eigentlich nochmal lang? Und dadurch, dass man anfängt nachzudenken, blockiert man sich selber so und kommt in Stocken. Weil hätte man nicht nachgedacht, wäre man ganz normal hingekommen. So, hier benutze ich, glaube ich, den Flugmeister, das Stück. Was führt euch hierher? Weil ich glaube, der geht schneller. Der ist irgendwie... Werden hier einem nicht Geschwindigkeiten angezeigt gerade? Bewegungsgeschwindigkeit. 102, Fluggeschwindigkeit 110, ach so. Und gerade 0. Okay, dann wird er mir gar nicht von... Weil es ja nichts von mir ist, wird mir das gerade nicht angezeigt. Schade. Das wäre jetzt ja praktisch gewesen, um das mal zu vergleichen. Irgendwas wollte ich noch nachgucken. Ich habe ein Zauberbuch. Da habe ich doch das Höchste, was man jetzt haben kann, bis halt auf Draenor fliegen. Was ich auch noch nicht so sehe. Jedenfalls auch nicht auf dem Charakter. Weil ich mich da ja momentan auch gar nicht so bemühe. Thomas meinte, wir sollten lieber neue Sachen questen, damit wir was Neues zeigen. Aber ich finde ja, so normal questen ist eigentlich eher langweilig zu zeigen. Langweilig ist auch relativ. Ich denke mir, wenn ihr tägliche abklappern wollt, dann macht ihr das ja eher selber mit euren Sachen, als jetzt mir denn dabei zugucken. Und ich finde es dann eigentlich schöner, so alte Sachen zu zeigen, dass ihr mitfiebern könnt, ob ich das Loot bekomme oder nicht. Aber das könnt ihr ja mal sagen. Oder vielleicht wollt ihr auch PvP sehen. PvP mache ich auch sehr gerne, aber auch schlecht. Könnt ihr euch ja denken. Ich sag da nichts. Weiß ich nicht. Müsst ihr alles mal sagen, worauf ihr Lust habt. Ich will heute halt nicht langweilen. Ich sage sehr oft langweilen. Man fühlt sich tatsächlich schon ein bisschen komisch, wenn man jetzt so hier mit sich selber redet. Mit Thomas ist ja doch noch ein Dialog irgendwie. Das ist seltsam. Vielleicht gewöhnt man sich da dran. Oder muss man da so geboren sein, dass man das kann? 1000 Fragen stellen sich hier auf einmal. Kommt der Philosoph in einem durch?
Wenn man das hier so sieht, macht noch jemand 1000 Winter? Oder halt immer nur so 2, 3, weil sie irgendwas haben wollen und dann wird es wieder vernachlässigt? Weil eigentlich habe ich das relativ spannend in Erinnerung. Aber da war ich auch noch 1, 2 Mal. Oh, toll, Barat wollte ich vielleicht noch gehen. Da kann man ja bei täglich, wenn man tägliche Sachen farmt, da auch diesen einen Drachen mit irgendeiner Himmelsrichtung gewinnen. Bekommen, verdienen. Verdienen ist vielleicht das bessere Wort. Mm. Ja, weil ich habe ja schon den Drachen des Nordwinds, den ich sehr schön finde. Mit dem Südwind hatte ich letztens ja nicht so Glück. Da war ich ja auch im Thron der vier Winde. Und dann gibt es ja noch den einen bekommt man halt in Treuberat. Wo bekommt man denn den vierten her? Stört es euch, wenn ich das eben google? Vermutlich kommt das doof. Aber ich bin jetzt neugierig. Mhm. Das mache ich mit meinem Super-Handy. Oh, hoffentlich ist das Handy nicht zu nah an der Funke gewesen. Es waren jetzt die ganze Zeit Störgeräusche. Nee, ich glaube nicht. Das klappt schon. Also. Drache, Himmelsrichtung. Ich bin nicht so sehr. W-O-W. Wenn man hier so rüber fliegt, die Gebiete in Nordend fand ich immer sehr schön. Also generell mag ich halt Dschungelgebiete, weil die Musik mir da auch sehr gefällt und das wirkt irgendwie auch so wamm und irgendwie klamm und cool. Also Schlingendorntal fand ich auch früher mal toll. Momentan dieses neue Zweigeteilte bin ich ein bisschen zwiegespalten, auch zweigeteilt. Aber sonst finde ich das super klasse. Und Schneegebiete finde ich eigentlich auch schön. Aber da finde ich schwierig, zum Beispiel Frostfeuergrad in Draenor. Finde ich es einfach zu weiß. Und natürlich die Randgebiete sind dann auch ein bisschen spannend. Aber generell in der Mitte ist einfach alles weiß. Weiß-weiß. Also nicht so abwechslungsreich. Während ich zum Beispiel hier sehr, sehr gerne mochte. Jetzt bin ich zu weit. Zul Drak fand ich richtig toll. Das ist ja auch Schnee, aber irgendwie durch die Tempeldinger und ist ein bisschen düsterer und nicht ganz so weiß und weiß und weiß, sondern hat so ein bisschen Abwechslung reingebracht. Das fand ich schon netter. Und, oh gut, Boreanische Tundra ist wirklich hässlich. Ich nehme alles zurück, das finde ich fürchterlich. Nicht alles in Nordende schön. Dieses Braun und so. Halt auch kein nettes Braun, sondern alles so abgewatscht. Mm-mm-mm. Im Vergleich zu Grizzlyhügel und der Heulende Fjord sind so nett als Startgebiet. Oder dann kommst du hier hin und denkst dir, ja, cool. Hat sich richtig gelohnt. Ich gehe vielleicht wieder auf die andere Seite. Nicht gut. Nein, nein. Hier das bisschen Grün rettet es auch nicht. Hier war ja mal eine Brücke, die ja kaputt ist. Aber drüben führt die ja auch nirgendwo rein, oder? Ach doch, das ist jetzt zu. Es hat zu spät geladen. Ich war zu voreilig. Wo war denn die andere Seite, wo es rauskommt? Hm. Ach, auch da direkt dann? Da sieht man schon den Horror. Ich kann mir auch nicht vorstellen, es gibt so Instanzen. Also eigentlich bevor die Sachen live gehen, waren ja die Leute schon drinne und du findest Guides zuhauf im Internet. Und du musst dir über nichts... Mount doch mal ab, Mensch. Man muss sich über nichts Gedanken machen. Und es läuft halt. Irgendwer kennt sich schon aus, selbst wenn du es nicht kennst. Aber ich kann mir beim... Weil die meisten Instanzen haben ja auch Wege, die du denn folgen kannst. Und dann findest du irgendwann Abkürzungen und sonst was. Aber gerade da, wo es ja auch denn die verschiedenen Ebenen gibt, wie kommst du denn von alleine da mal drauf, das zu finden? Da muss doch ein GM mit dir reingegangen sein, dich bei der Hand genommen haben und sagen, komm Mensch, ich zeig dir mal, jetzt fliegst du hier hin und hoch und dann wieder zurück. Kann ich mir nicht vorstellen, was soll das? So. Das war doch hier, ne? Ja, ja. Thomas wollte mir letztens noch die Taktik erklären. Ihr wart dabei. Aber dann haben wir so auf ihn rumgeballert. Und dann musste ich auch gar nichts mehr tun, als man auf dem Drache war. Ich werde mich euch entledigen. Hm, okay. P
piekse ich in den Po. So ist ja nicht. Okay, alleine ist es dann doch ein bisschen gut. Es ist nicht schwer, aber es geht schon schnell als, schneller als... Nein, es geht langsamer, wenn man... Ach, ja. Jetzt komme ich wohl gleich wieder auf den Drachen. Nichtsdestotrotz sind eure Bemühungen vergebens. Ihr Törichten leicht. Warum hat er eigentlich einen Bart? Drachen sind ja Reptilien und haben Schuppen. Ah gut, sie sind Fantasywesen, aber eigentlich haben sie ja Schuppen. Wo kommen denn da die Haare her und warum? Ach ja, ich musste hier mir jetzt erst so ein Ding klauen. Und alle niederstratzen. Hui! Thomas hat für solche Sachen immer so eine nette Begeisterung. Oh, touché, was habe ich denn jetzt bekommen? Hm, habe ich das nicht letztens auch schon gemacht? Die Leute weggemacht, während sie auf den Scheiben saßen? Warum erwische ich euch denn nicht? Das ist immer das Problem mit 3D. Genau wie mit also Fliegen oder unter Wasser kämpfen. Eine super Sache, weil du überhaupt nicht abschätzen kannst, wo irgendwas ist. Hm. Oh nein! Wenn ihr die Magie Azeroth zurückhaben wollt, dann sollt ihr sie bekommen. Da sollte ich, glaube ich, einmal reinlaufen. Ich mache es jetzt einfach mal. Huhu. Kommt der runter? Achso, er kommt runter. Doch sie kommen zu spät. Die hier gespeicherten Mächte reichen aus, die Welt 10-mal zu zerstören. Was denkt ihr, werden sie mit euch? Die Sterblichen werden alles vernichten. Schwester. Hallo. Was habt ihr? Ach, da ist das Blaue. Das ist mein Loot. Das ist mein Loot. Was ich tun musste, Bruder. Ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Und so endet der Nexus-Krieg. Soll das jetzt die Drachenseele, weil ja so ein goldener Chip ist, das Herz jetzt womöglich seine Seele? Ein bisschen sweet, ne? So, was habe ich bekommen? Hier Leder, Stoffschultern, eine Kettebrust, die ich eigentlich ganz cool finde. Mhm. Und platte Beine. Platte Beine. Ich wieder. So. Ich kann jetzt so schwer abschätzen, wie lange wir schon sind. Ich glaube, ich habe um kurz nach voll angefangen. Dann bin ich ja noch hin und her gelaufen. Das zählt ja also auch nicht. Ja, wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich gleich nochmal Turm. Und würde dann sonst sagen, dass die Folge zu Ende ist. Und überlege, ob ich noch in was Zweites gehe mit euch. Aber den Flug würde ich hier auch rauscutten. So, und ich bin wieder drinnen. Hallo. Ich habe gerade nochmal so durchgeflügt durch die ganzen Mounts, die man so haben kann. Und viele sind ja wirklich nur Erfolge mit den Schlachtzügen. Also vielleicht muss ich mich da mal ransetzen. Und wenn ich mich packt in so der Ehrgeiz und dann fange ich an für ein, zwei Tage. Und dann ist mir das doch wieder zu langweilig. Und dann lasse ich das ruhen. Hm. Hätte lieber gerne, weiß ich auch nicht. Glücksabhängig sind es natürlich noch doofer eigentlich. Eigentlich möchte ich dafür arbeiten und dann auch was bekommen. Das stimmt schon, das ist richtig. Also Glück ist halt so Glück. Hm. Ich mach rein. Kennen wir ja schon, alte Heimat, ne? Ich laufe hier nochmal durch. Den nehme ich wieder. Oh, du bist stehen geblieben. Bisschen geizig, ne? Aber wir sagen mal nichts. Wir sagen mal nichts. Hm, Instanzvoraussetzungen laufen aus. Das liebe ich zum ersten Mal. Was heißt das? Mit Rezepte. Kann man immer mitnehmen. Schön. Hm, schlechte Muscheln, doch nicht mein so schön. Meister, ich tat, ja, ja. Was ihr verlangtet und ersuche euch um euren Segen.
Euer Opfer ist Beweis eurer Ergebenheit. Ihr seid in der Tat dieser Aufgabe würdig. Oh, manchmal sind sie hier aber auch empfindlich, du. Komm, komm, komm. WoW Ego-Shooter. Das nächste große Ding. Das Gefühl ist unvorstellbar. Ich stehe euch doch zu Befehl, mein König. Schmeiß ich den doch nur wieder weg. Der hätte eigentlich auch, finde ich, nach meinem Geschmack noch eine tiefere Stimme oder irgendwie verzerrt, dass es so eisig ist. Gruselig. So, hier. Und hier. Eins. Zwei. Kommt, kommt, kommt. Mittlerweile durchgehen, ja. Da ist er da vorne erst. Schade. Liegt das an meinem PC, dass man jetzt nicht mal bis da runter gucken kann? Oder vielmehr hier an dem Arbeits-PC? Oder soll man das einfach nicht? Aber dann hätte man da ja irgendwie das faken können. Dass man so eine... Weiß nicht. Dass man da irgendwie ein Bild hat, wenn das schon nicht die echte Welt ist. Dass er ihm das wenigstens vorgaukelt. Schade. Dann gehe ich mal wieder nach Hause. Ich sag erstmal tschüss. Ja, vielleicht lehm ich gleich noch eine auf, da bin ich für morgen sicher. Und hab da schon mal was im Petto. Oder? Klappe ich einfach noch ein paar Instanzen ab, wo was droppen kann. Ich hoffe, das ist euch nicht zu öde. Sonst müsst ihr die beiden jetzt überspringen. Ich sage aber an dieser Stelle tschüssi, bis morgen. Tschüss.